Advent ist mittlerweile schon vorbei und es dauert auch nicht mehr lange, bis Heiligabend ist. Um euch nochmal die Zeit bis dahin zu versüßen, präsentiere ich euch die News. Ich bin Kira und jetzt geht's los. Wer einmal raus aus Ilmenau will, der kann am Dienstagabend nach Erfurt fahren, und zwar in den Club Kali Storch, denn dort gibt es einen Bingo-Abend für alle Spielefans. Und es ist aber kein normales Bingo, denn es wird ein Bingo geben aus Songs bzw. Weihnachtssongs und Songs über Alkohol. Also seid pünktlich 19 Uhr da, denn 20 Uhr geht's schon los. In der Weihnachtszeit dürfen natürlich auch keine Adventskonzerte oder Weihnachtslieder fehlen, aber da könnt ihr am Mittwoch, den 11. Dezember, ins Audimax gehen, denn dort gibt es ein Adventskonzert. Also packt euch Kekse und Lebkuchen ein und kommt dorthin, denn der Eintritt ist frei. Los geht's 19 Uhr, aber denkt dran, zur Weihnachtszeit kann eine kleine Spende echt nicht schaden. Hier geht das Versüßen weiter, denn am Donnerstag findet der sogenannte Glühradlon statt. Dieser beginnt 15 Uhr mit dem sogenannten Sternlauf rund um den Campus in kleineren Gruppen. Und dann anschließend kommt es zum krönenden Abschluss des Tages, und zwar gibt es dann noch eine Aftershow-Party im H-Club. Und das Beste an der ganzen Sache, es gibt von 21 Uhr bis 22 Uhr noch eine Happy Hour für Glühwein. Wer noch nicht genug hat vom Weihnachtssingen am Mittwoch, der kann am Samstagabend gleich weitermachen, denn da gibt es 4 Bands, die in der Baracke 5 e.V. auftreten, und das wird definitiv ein Weihnachtskonzert der anderen Art. Vor Ort sind die Bands Immunity, Rising Insane, Candero und Embrace the Eclipse. Ich wünsche euch viel Spaß dabei! Weihnachtszeit ist auch die Zeit zum Entspannen, und da kommt natürlich auch wieder die Tradition der Weihnachtsmärkte auf. Am Sonntag habt ihr nochmal die letzte Chance, auf den Weihnachtsmarkt hier in Ilmenau zu gehen. Und neben kulinarische Köstlichkeiten könnt ihr natürlich auch andere regionale Produkte kaufen und ausprobieren. Es gibt einfach alles, was das Herz begehrt. Endlich ist es wieder soweit. Die Glühweinsaison ist eröffnet. Passend dazu lädt der C-Club am Mittwoch zur Glühweinparty ein. Neben normalen Glühwein gibt es auch selbst kreierte Sorten. Viel Spaß beim Ausprobieren! Am Donnerstag treffen im D-Club zwei Geschmäcker aufeinander. Tanzt zu den besten Housebeats und genießt den Abend mit ein paar Bissen vom leckeren Lebkuchen. Diese besondere Köstlichkeit beginnt um 21 Uhr. Wer genug von Kälte, schlechter Laune und Weihnachten hat, kann zumindest für einen Abend ins Warme und zurück in den Sommer fliehen. Der H-Club lädt zusammen mit iStuff zum Mojito-Trinken ein. Wir hoffen, viele von euch zu sehen, wenn es heißt iStuff goes Cuba. Freitag der 13. bringt Unglück? Von wegen. Alle Fans von Metal-Musik aller Stilrichtungen haben einen Glückstag erwischt. Der E-Club öffnet seine Türen am Freitag ab 22 Uhr, damit ihr richtig gut abgehen könnt. Der sogenannte Metal-Bunker ist bestimmt ein harter, aber auch ein guter Start ins Wochenende. In einem Hotel wird eine Leiche entdeckt. Der Täter ist schnell gefunden, doch ist er wirklich schuldig? Es kommt zum Prozess, in dem sich der neue und unerfahrene Anwalt Kaspar Leinen mit dem erfolgreichen Staranwalt Richard Mattinger duellieren muss. Kaspar Leinen taucht immer weiter in den Fall ein und deckt dabei Justizskandale in der deutschen Geschichte auf. Den Film Der Fall Collini könnt ihr am Dienstag im Helmholtz-Hörsaal ansehen. Passend zur Weihnachtszeit kehrt ein Klassiker in dem Helmholtz-Hörsaal zurück. Am Donnerstag, den 12. Dezember, könnt ihr euch die Feuerzangenbowle ansehen. In dem Film geht es um Dr. Johannes Pfeiffer, der nochmal die Schulbank drückt. Dabei erlebt er viele lustige Anekdoten. Natürlich gibt es an dem Abend reichlich Feuerzangenbowle zu kaufen. Das war's auch schon für diese Woche. Ich hoffe, ihr schaltet nächste Woche wieder ein. Aber bis dahin, habt noch eine schöne Weihnachtszeit. Und jetzt geht's wieder los, 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 los. Hallo, mein Name ist Kira und ich bin ein Stacheltier. Vielleicht überlebe ich ja irgendwann mal was nicht. Läuft immer noch, ne? Gut. Ja, ich hoffe, das ist sendefähig. Schaut doch auch gerne mal auf unseren Kanal vorbei. Da könnt ihr unter anderem die Band Dämse nochmal angucken oder aber auch unseren letzten SPTV-Beitrag über den Kitchen Run.